Ich bin Jessie, 30 Jahre alt und wiege 165 Kilo. Bei mir läuft es gerade momentan nicht so richtig, ob in der Jobsuche oder in der Partnersuche. Vielleicht brauche ich jemanden, der mir in Purpose tritt. Jessica aus Querum in Braunschweig will ihr Leben eigentlich ändern. Doch dafür fehlt ihr bislang der Antrieb. Ich stehe dann auf, wenn ich was werde. Also zwischen 10 und 11. Jessica ist gelernte Bäckerei-Fachverkäuferin. Doch seit der Ausbildung hatte sie nie wieder einen festen Job. Ja, in der Woche kann man sagen, dass ich jetzt nicht so viel zu tun habe, sondern mehr so alleine. Also ja, wie gesagt, nichts mache. Aber am Wochenende ist dann halt was mit Freunden. Manchmal ist auch in der Woche was. Aber wenn dann halt auch erst nachmittags war, die ja alle, wo einige arbeiten sind. Also ich finde es nicht schlecht, dass ich nichts zu tun habe. Ja. Bitte nicht langweilig? Ja, klar, würde ich schon gern aktiver sein, aber da kommt dann das faule Stück in einem wieder vor und ach, dann bleiben wir doch auf dem Sofa. Jessica fehlt der Durchhaltewillen, um ihr Leben radikal umzukrempeln. Verändert hat sich in den letzten Jahren immer nur ihr Gewicht. Und zwar stetig weiter nach oben. Ich fand früher mal mein Gesicht ganz okay, ganz hübsch. Aber jetzt finde ich irgendwie, dass meine Wangen irgendwie zu dick sind und ich aussehe wie, weiß ich nicht, wie eine Verkuh. Aber ich habe so eine scheißegal Einstellung. Dann ist es halt so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt was geändert habe. Ich habe sogar zugenommen zum letzten Jahr, 10 Kilo. Wie geht's dir damit? Es stört mich schon, aber ich ändere nichts. Warum? Weil ich zu faul bin, weil ich nicht den Schweinehund habe. Ja. Ich gehe halt nur mit den Hunden, gehe vielleicht mal hier vorne um mein Eck einkaufen. Das war's. Mehr mache ich halt nicht. Ich glaube, ich brauche jemanden, der mir den Arsch tritt. Für die Singlefrau sind die Hunde ihr Lebensmittelpunkt. Die beiden Vierbeiner hat Jessica als Welpen aus dem Tierheim geholt. Die Hunde brauchen schon viel Auslauf. Naja, ich lasse denn meine Hunde nicht aus. Ich denke mal, dass sich die Hunde auch daran gewöhnt haben, wie es halt so eben ist. Warum lastest du die nicht aus? Jetzt nicht unbedingt auch aus Faulheit. Ich gehe ja mit denen. Wenn ich faul wäre, würde ich mit denen ja auch nicht Gassi gehen. Ne? Ja, zeitlang habe ich mit einem Freund eine große Runde gegangen. Aber so, wenn ich jetzt mit jemand anders mitgehen muss, der jetzt ein schnelleres Tempo hat als ich, und dann willst du ja mithalten, weil du, keine Ahnung, nicht Blöße zeigen willst, weil du langsamer bist, dann bin ich außer Puste und krieg Seitenstechen. Aber wenn ich meinen eigenen Gang gehe, ist das okay. Außerdem klagt Jessica aufgrund ihres Übergewichts oft über Rückenschmerzen. Nimmt sie weiter zu, werden ihre gesundheitlichen Probleme ebenfalls größer. Bella, mehr Motivation! Komm hierher! Einmal mit Profis arbeiten hier. Jessicas Eltern trennten sich, als sie 14 war. Mit ihrer Mutter zog sie um und musste auf eine neue Schule. Und vorher warst du da sportlich? Ja, nicht sportlich, aber ich war immer draußen mit meinen Freunden. Und ich weiß, meine Mutter hat immer gepfiffen, wenn Essen fertig war. Und nochmal hat mich das Pfeifen nicht interessiert, weil ich dann mit meinen Freunden draußen rumgespielt oder gechillt hatte. Als lieber reinzugehen und zu essen. Und das ist jetzt? Andersrum. Der Umzug veränderte Jessicas Leben komplett. Ja, das war schade, weil ich gerade meinen Freundeskreis hatte und man hat sich das erstmal verliebt. Und dann wirst du weggerissen. Und wenn ich keine Freunde hatte, war ich auch alleine zu Hause und habe mich mit niemandem verabredet. Und dann habe ich gegessen. Weihnachten, glaube ich, habe ich schon 10 Kilo mehr gewogen. Also ein Jahr später. Und sie nahm weiter zu. Zum Ende der Schulzeit wog Jessica fast 100 Kilo. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Bäckerei. Das hat ein bisschen länger gedauert und dann ja, bin ich mit meinem Ex
Mann zusammengekommen. Da habe ich schon, glaube ich, 130 gewogen, 125. Wir sind zusammengekommen, weil ich zu mir selber gesagt habe, der Nächste mit mir zusammen sein möchte, darf es dann auch, egal wie er aussieht. Doch die Ehe hielt nicht lange. Nach nur einem Jahr folgte die Scheidung. Das Beutelschema, was ich suche, das möchte das nicht. Was suchst du denn für ein Beuteschema? Ja, gut aussehende Schnittchen. Also das gut aussehende Männer halt. Und ich kann es verstehen, dass die dann sagen so, boah, nee, mit so einer Fetten möchte ich jetzt nicht zusammen sein, ne? Wenn ich vielleicht anders ausgesehen hätte, dann wären vielleicht andere Dinge anders gelaufen. Ja, vielleicht wäre ich da nicht so faul in Sachen Jobs. Oder wäre selbstbewusster, wenn ich irgendwelche Konflikte mit jemand hätte, den ich ja gerne aus dem Weg gehe. Oder hätte schon einen Partner seit langem oder auch vor meinem Ex-Mann vielleicht schon einen Partner gehabt, wo ich sage so, boah, ja, wären wir den jetzt vielleicht schon 15 Jahre zusammen. Ja, schon traurig, aber ich bin ja so eine Person, ich nehme Sachen ja so hin, wie sie sind. Macht dich das glücklicher? Es macht mich schon glücklicher, weil ich darüber nicht mal nachdenke. Also es ist nicht so, dass ich das verharmlose oder sowas, aber weiß ich nicht. Ich kann es halt irgendwie, ich finde keinen Punkt, wo ich das ändern kann. Und bevor ich dann die ganze Zeit sauer oder traurig auf mich selber bin, sage ich zu mir, gut, ich akzeptiere es jetzt und fertig. Im hessischen Funkstadt möchte die 14-jährige Samira nicht mehr über 100 Kilo wiegen. Sie will endlich abnehmen. Ihre kleine Schwester Hanna ist die einzige in der Familie mit Normalgewicht. Denn auch Bruder Jakob und Mama Silvia wiegen zu viel. Die Schülerin hatte vor 2 Monaten ihre Ernährung umgestellt und wog bereits 5 Wochen später 7 Kilo weniger. Doch wie geht es Samira heute? Die letzte Zeit ging es mir nicht so gut, weil einfach Sachen von früher wieder hochkamen, dass es der Mama so schlecht ging. Und deswegen habe ich das auch mit der Ernährung hängen gelassen und einfach wieder gegessen und zwar auf das, was ich Lust hatte und habe dadurch auch 4-5 Kilochen zugenommen. Und es ist halt deprimierend zu sehen, dass nach einem Erfolg, den man hatte, das dann doch wieder rückfällig geworden ist und man wieder zugenommen hat. Samiras Mutter Silvia hat für den 7-jährigen Jakob eine Reha für Übergewichtige beantragt. Samira jedoch wollte es alleine schaffen. Vor 5 Monaten wog die 14-Jährige 102 Kilo. Normalgewicht hätte sie mit etwa 60 Kilo. Das Thema Übergewicht zieht sich durch Samiras komplettes Leben. Die letzte Waage ist kaputt gegangen. Die ist zersplittert. Wobei? Mit dem Staubsauger gegenfahren. Aus Versehen? Kann man so sagen. Wie geht's dir jetzt, wenn du da drauf gehst? Also ich weiß ja, dass ich zugenommen habe, aber es 98,1. Na ja, aber du hast mit 102 gestartet. Also hast du eigentlich nicht zugenommen. Also ich meine, du hast jetzt, du warst schon noch 3 Kilo weniger, aber im Endeffekt hast du abgenommen 4 Kilo. Ja, aber trotzdem ja wieder 3 zu. Ja, aber du hast 4 Kilo abgenommen, aber die du nicht zugenommen Kilo hast. Wieder zu. Samira sieht das Negative und zieht sich damit aber noch weiter runter. Und ich versuche ihr zu sagen, das ist aber gut, weil du hast es geschafft und hast es nicht alles wieder zugenommen. Und das ist ja, das wissen viele, die Diäten gemacht haben. Und es war ja wirklich auch eine extreme Ernährungsumstellung, die sie gemacht hatte. Dass es oft so ist, dass der Jojo-Effekt so ist, dass es eher so ist, dass man hinterher noch mehr Gewicht hat. Aber sie hält es relativ weit unten. Und das finde ich ist eine gute Sache. Wenn ich finde, das ist schlecht, dann ist das schlecht. Und ich glaube, so schnell kann mich da keiner rausreden oder mir versuchen, das um mich umzustimmen oder so.
Samira darf sich selbst nicht zu stark unter Druck setzen und muss lernen, dass man sich auch über kleine Abnehmerfolge freuen kann. Köln. In der Stadt am Rhein lebt Felix. Der 38-Jährige bringt 172 Kilogramm auf die Waage. Nee. Oh. Die zu vielen Kilos beeinträchtigen schon jetzt die Gesundheit des gelernten Krankenpflegers. Heute ist Felix unterwegs zu einem Nebenjob. Als Krankenpfleger hat Felix im Monat 2000 Euro netto. Mit seiner Arbeit im Supermarkt bessert er sein Einkommen etwas auf. Ich mache das schon seit ein paar Jahren, weil es einfach vorne und hinten nicht reicht. Und ja, es ist eine Arbeit, wo man Ruhe hat, wo man nicht viel denken muss. Das mache ich schon in meinem Hauptjob genug. Und man hat ja eigentlich mit keinem was zu tun. So, ich muss mich umziehen, bis gleich. Regale auffüllen. Mit einem BMI von fast 49 ist das kein einfacher Job für Felix. Sein Übergewicht spürt der 38-Jährige besonders bei körperlicher Arbeit. Ob hier im Supermarkt oder im Krankenhaus. Also wie man ja schon sieht, ich bin ja schon am Schwitzen. Die Dinger sind ja auch nicht gerade alle leicht. Man muss die Sachen, die drin sind, halt wieder rausräumen, neue reinräumen. Der Markt selber hat ja auch die Heizung am Laufen. Ja, das ist natürlich für jemanden mit meiner Figur. Mir wäre es lieber, sie hätten die Klimaanlage an. Hallo Felix. Hallo Herr Gombach. Heute haben wir wieder jede Menge Ware. Ja. Der ist flink, flott und ist sehr flott bei der Verräumung. Es gibt manche Schlanke, das sind Schlaftabletten, genauso vielleicht übergewichtige. Also das Gewicht macht überhaupt keine Sache. Das ist jeder, wie er halt ist. Geht's. Hast du ja wieder was vor, Junge. Ne? Dankeschön, bis dann. Felix weiß, dass er zu viel wiegt. Doch anders behandelt werden will er deshalb nicht. Also mir ist das wichtig, zu zeigen, dass nur wenn man dick ist, dass man nicht irgendwas machen, also dass man von irgendwas eingeschränkt ist, was nicht zu machen oder zu machen. Ja? Also rein theoretisch, ich kann mit meinem Gewicht auch alles machen, wie andere Menschen, die schlank sind, auch. Hier habe ich jetzt nicht das Laufen, so wie im Krankenhaus. Aber ja, gut, ich schwitze jetzt ein wenig mehr. Aber es macht mir Spaß. Das ist aber auch eine Einstellung von sich selbst. Ja, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, wenn man selber zu sich sagt, okay, nee, ich bin jetzt übergewichtig, ich will gar keine schweren Arbeiten machen. Ja, gut, dann kann man natürlich tun und wenden, wie man will. Da wird nie was passieren. Es gibt die Situationen mit Sicherheit auch, dass es Leute gibt, die übergewichtig sind und nicht arbeiten wollen und auf Staatskosten halt viel besser leben. Zu denen will der Kölner nicht gehören, trotz seines Übergewichtes.